Am Beispiel eines CO2-Kühlsystems zeigen wir in diesem Video, wie Bauteile und Baugruppen, von welchen es keine 3D-Datensätze gibt, in bestehende CAD-Modelle eingefügt werden können. Unser Ziel ist es, das CO2-Kühlsystem als Step-Datei in ein CAD-System zu importieren. Dafür scannen wir das System mit unserem 3D-Handscanner ATEC Leo. Die Flächenrückführung vom 3D-Scan zum Volumenmodell machen wir in der Reverse Engineering Software DesignX. Das CO2-Kühlsystem soll mit und ohne Abdeckung gescannt werden, um es in der CAD-Software zusammensetzen zu können. Durch die kabellose und rechnerunabhängige Bedienung können wir auch ganze Maschinenanlagen direkt in der Fertigungshalle digitalisieren. Glänzende Oberflächen entspiegeln wir mit dem Mattierungsspray ASAP Orange, das sich nach dem 3D-Scan rückstandsfrei auflöst. Um die feinen Details der Rohrleitungen und elektrischen Komponenten genau zu erfassen, nutzen wir den HD-Modus des ATEC Leo. Durch die erhöhte Punktedichte bei der Datenaufnahme erhöht sich die Qualität des 3D-Scans entscheidend. Wir scannen das System zunächst ohne Abdeckung. Dabei umkreisen wir das Objekt mehrmals und erfassen es aus möglichst vielen Blickwinkeln. Der 3D-Scan der Anlage dauert etwa 10 Minuten. Wir erfassen das Objekt in mehreren Scangruppen, um die Nachbearbeitung zu erleichtern. Den Zwischenstand können wir direkt auf dem Display des ATEC Leo prüfen. In Rot werden uns dabei Bereiche markiert, die noch nicht erfasst wurden. Den Scan ergänzen wir, indem wir an einer bereits gescannten Stelle starten. Der Scanner orientiert sich selbst und wir können noch fehlende Bereiche ganz einfach hinzufügen. Für den Scan mit Abdeckung benötigen wir zur Ausrichtung überlappende Bereiche in den Scangruppen. Die Palette, auf der das Kühlsystem steht, eignet sich perfekt, um die Scans mit und ohne Abdeckung im Nachhinein zueinander auszurichten. Die Daten können wir wahlweise per WLAN, über ein Ethernet-Kabel oder eine SD-Karte übertragen. Die Nachbearbeitung der Rohscan-Daten erfolgt direkt auf dem Laptop. Nach der Vernetzung kann die Datenqualität vor Ort geprüft werden. Fehlende Daten können auch jetzt noch einfach durch das Hinzufügen einer neuen Scan-Gruppe ergänzt werden. Die Flächenrückführung nehmen wir in der Reverse Engineering Software DesignX vor. Für unseren Anwendungsfall liegt der Fokus auf der Rückführung der Rohrgeometrien des Kühlsystems, die wir in DesignX mit Hilfe des Rohrassistenten modellieren können. Mit einem Klick erkennt die Software dabei die dreidimensionale Führungskurve der Rohr- oder Schlauchgeometrie. Andere Teile des Kühlsystems müssen für unseren Anwendungsfall nicht detailliert modelliert werden. Konflikte beim Anbau neuer Komponenten verhindern wir, indem wir die Störgeometrie grob modellieren. Durch diesen Ansatz der vereinfachten Modellierung erreichen wir unser Ziel mit deutlich geringerem Aufwand bei der Rückführung. Die rückgeführte Datei exportieren wir als Step-Datei, die einfach in jedes beliebige CAD-System importiert werden kann. Haben Sie Fragen zu den Themen 3D-Scan oder Reverse Engineering? Melden Sie sich gern telefonisch oder über unsere Website. Der erste Link unter dem Video führt Sie direkt zu unserem Kontaktformular.